Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und gleichzeitig zu einem neuen, sage ich mal, Weekly Update, Weekly Vlog. Wir werden im heutigen Video jetzt erstmal kurz einen Bildschirm noch in meinem YouTube-Studio anbringen. Da habe ich jetzt auch hier eine neue Wandhalterung, dieses Teil hier. Und den Bildschirm muss ich mal unten erstmal kurz aus dem Keller holen. Und zudem habe ich auch noch eine relativ interessante Geschichte, die ich euch noch erzählen möchte. Dieses Video wird unterstützt von Corsair und der neuen K100 RGB-Tastatur mit Axon Hyperprocessing Technology. Die K100 ist die erste Tastatur mit 4000 Hz Abtastrate und bietet somit eine extrem niedrigere Verzögerung von nur 0,25 Millisekunden. Zusammen mit den optisch-mechanischen OPX-Switches mit nur 1 mm Aktivierungsweg bietet die K100 ein sehr präzises Eingabeverhalten bei wunderschöner Optik. Ein Aluminiumgehäuse mit gebürsteter Optik, Beleuchtung von drei Seiten mit 44 Beleuchtungszonen und einer bequemen Handballenablage runden die Premium-Tastatur ab. Über das multifunktional programmierbare IQ-Rad könnt ihr die Beleuchtung ändern, durch Programme switchen oder euer eigenes Makro hinterlegen, was zusätzlich übrigens auch über die 6 Makro-Tasten an der Seite möglich ist. Diese lassen sich sogar über die Elgato Stream Deck Software belegen. Darüber hinaus bietet die K100 extrem haltbare PBT-Tastenkappen mit angenehm rauer Haptik, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. Dann habe ich übrigens auch noch von Crucial diese wunderschöne Box bekommen, also diesen Koffer. Und Crucial kennt ihr, RAM-Hersteller, 13 von 15. Mich würde mal interessieren, wenn die anderen Kits gegangen sind. Hier haben wir ein relativ krasses RAM-Kit drin. Und zwar sehen wir das da. Ein 5100er RAM-Kit, 16 GB, 1,5 Volt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Kit kann, und ich muss auch auf jeden Fall erstmal schauen, für welche Plattform ich das am besten verwenden sollte. Wahrscheinlich tatsächlich AMD, aber mal schauen. Also ihr könnt mich auch sehr, sehr gerne wissen lassen, auf welcher Plattform ihr das getestet haben wollt. Das werde ich dann in einem der nächsten Videos machen. Ja, Schraubendreher, ein automatischer. Hier noch irgendwie eine Figur dabei. Okay, sehr, sehr cooles Kit auf jeden Fall. Strikeforce Energy. Ist das ein Energy Drink? Interessant, was man so manchmal zugeschickt bekommt. Eigentlich interessiert mich nur das RAM-Kit. Mal schauen, was es kann. Also lasst mich sehr, sehr gerne wissen, auf welcher Plattform ihr das Ganze dann später getestet haben möchtet. Die ganzen Schlüsselanhänger habe ich jetzt auch alle fertig. Also ein paar habe ich noch übrig. So um die 20 Stück. Da werde ich auf jeden Fall noch welche verlosen. Zur Sicherheit noch ein paar behalten. Man weiß ja nie, ob alles ankommt. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Ladung. Sind um die 90 Sendungen. Also die gehen alle nach Deutschland. Das ist alles EU und das ist alles weltweit. Schön mit Zollerklärungen und allem. Saß ich gestern Abend um die 6 Stunden dran. Erstmal alles verpackt. Erstmal das jetzt auch noch zur Post bringen. So. Im Kellerabteil. Hier steht noch gar nicht so viel rum. Hier habe ich noch einen 21,5 Zoll, 22 Zoll, wie auch immer, Monitor mit 144 Hertz. Und der war eigentlich für ein komplett anderes Projekt gedacht. Aber gut, dass ich den noch habe. Und damit ist der Monitor auch dran, also den kann ich noch ausrichten, ist ja so eine komplett schwenk- und neigbare Wandhalterung, je nachdem wo ich dann auch im Raum stehe und filme, kann ich die dann dementsprechend anpassen. Muss ich nur noch mal Kabelkanäle hinmachen, das kann ich aber erst machen, wenn die Baumärkte wieder offen haben, weil ich habe keine mehr. Ich muss dann nämlich nochmal das Keylight und den Monitor dann komplett, schön verkabeln. Der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe mit dem Monitor, ist, weil die Alpha 7S 3, die ich jetzt gerade zum Filmen benutze, die hat einen vollwertigen HDMI-Ausgang. Und erst dachte ich so, ich nehme dieses Shinobi Atmos oder sowas heißt das, glaube ich, Atomos, und packe das oben auf meine Kamera drauf. Das hat aber platztechnisch nicht gereicht, weil ich ja da ein Mikrofon und sowas alles dran habe. Und es ist jetzt auch nicht so groß, weil normalerweise, wenn ich mich filme, also ich stehe ja immer auf der anderen Seite, normalerweise ist die Kamera da, wo ich jetzt gerade stehe, und zeigt quasi zu euch. Und dann sehe ich mich ja gar nicht beim Film. Ich weiß gar nicht, passt die Belichtung gerade oder stimmt irgendwas mit dem Autofokus oder sowas nicht. Das sehe ich immer erst im Nachhinein. Und manchmal kommt es eben vor, dass irgendwas nicht stimmt und dann muss man alles nochmal aufnehmen, was natürlich ultra ätzend sein kann. Und deswegen dann der Monitor, da kann ich dann per HDMI die Kamera anzeigen lassen und dann sehe ich immer direkt, ob es ein Problem gibt. Jetzt steht Sheik gerade auf der Kamera. Jetzt ist sie runtergesprungen. Okay, hat es immerhin nicht runtergeworfen. Und dann werde ich zusätzlich den Monitor noch an den Rechner anschließen, der daneben dran steht. Und dann kann ich bei Bedarf auch noch Notizen anzeigen lassen auf dem Monitor, falls ich das mal brauche.
Eigentlich war der Monitor von dem Projekt, was wir im Juni oder Mai 2020 gemacht haben. Also wir haben noch früher damit angefangen. Das war auch ein Projekt, was ich zusammen mit Simon von IT-Rate gemacht habe. Es wurde von Asus in die Wege geleitet. War eine Kooperation, ich sag mal, für einen sehr kompakten PC, ohne jetzt da irgendwie zu viel verraten zu können. Und dann war das so, dass ich darüber eigentlich, also ich habe denen geholfen bei der Entwicklung und dann sollte ich eigentlich ein Video darüber machen. Oder ich wollte ein Video darüber machen und es war eigentlich auch so abgesprochen. Und wir hatten 4 Videos produziert. Es sollten insgesamt 6 oder 7 werden, also so eine größere Videoreihe, sowas wie Projekt Unvernunft. Ja, und dann hat dieser, ich sag mal, Partner sich einfach dazu entschlossen zu sagen, nö, du darfst die Videos nicht veröffentlichen, was halt absoluter Schwachsinn war. Ich muss auch sagen, falls ihr dieses Video seht, dafür hasse ich euch wirklich, ja. Und ich überlege mir auch noch, was ich daraus mache, weil wir haben, das war so abgesprochen, dass wir das Ganze entwickeln für die oder denen helfen bei der Entwicklung und dafür dann diese Videos produzieren und am Ende konnten wir die Videos nicht veröffentlichen. Ich hätte sie rein theoretisch veröffentlichen können, weil das Ganze ist so abgelaufen. Die haben uns ihr Produkt zugeschickt, wir haben dann geholfen und wir haben dafür quasi ein NDA unterschrieben, eine Verschwiegenheitserklärung. Der Witz an dieser ganzen Geschichte war, in dieser Verschwiegenheitserklärung war nichts im Detail beschrieben, sondern es stand dran, dass nochmal später eine detailliertere Verschwiegenheitserklärung folgen sollte, was nie passiert ist. Und ich habe es von denen auch nie unterschrieben zurückbekommen. Das heißt, rein theoretisch, rechtlich haben die sowieso keine Chance, ja, aber da das ein Kooperationspartner von Asus war, wollte ich Asus jetzt da nicht mit in die Scheiße reinreiten. Muss aber auch sagen, wir haben materialtechnisch locker um die 1500 Euro investiert, haben 4 Videos, natürlich dann jeweils deutsch-englisch produziert, das heißt 8 Stück insgesamt, sind auf allen Kosten sitzen geblieben, die Arbeitszeit und so weiter und dieser Partner, für den werde ich mir auf jeden Fall noch was Besonderes überlegen und wenn das dann soweit ist, dann seht ihr auf jeden Fall Bescheid. Es gab da eigentlich eine ganz geile Szene und ich denke mal, die können wir euch jetzt hier auch zeigen, weil da sollte nicht zu viel verraten werden, weil das war so klein, das sollte eigentlich auf AM4 basierend sein und da hatten wir das Impact Board, was ja auch klein ist und dementsprechend auch cool passt und da hatten wir dieses DIMM.2 Modul drin, was bei dem Impact AM4 auch dabei ist und das hat nicht gepasst. Und deswegen mussten wir es passend machen. Aber ich glaube, das können wir euch zeigen. Was wäre so ein Projekt ohne Probleme? Einfach und wahrscheinlich langweilig. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht bedacht habe oder mir einfach nicht genau im Detail angeschaut habe. Ich fand das Impact einfach schon immer ein geiles Board und wollte es ausprobieren. Und deswegen dachte ich mir so, klar, das nehmen wir dafür. Ich habe aber irgendwie gar nicht bedacht, wie das DIMM.2 Modul hier aussieht, weil das ist hier ein So DIMM.2. Und das ist einfach unfassbar hoch. Schaut euch mal die Höhe an. Und das kommt ja hier drauf. Also ich zeige euch gleich mal, wie das drauf sitzt. Und dann passt es einfach nicht mehr, weil es zu hoch ist. Und was macht man, wenn so eine Platine zu hoch ist? Genau, man sägt sie ab. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder alles Kategorie total geisteskranke Sachen, die wir nur auf meinem Kanal machen. Wie gesagt, sowas empfehle ich keinem zu Hause nachzumachen, weil ich erstmal keine Ahnung habe, ob das überhaupt funktioniert. Und Leiterplattenstaub ist absolut ekelhaft und auch gefährlich. Deswegen, gute Schutzausrüstung ist auf jeden Fall angebracht. Und natürlich, schick ist auch nicht im Raum, ja? Also, keine Sorge. Ich habe ja glücklicherweise schon ein bisschen Erfahrung mit Auseinandersägen von Grafikkarten, das heißt, ich mache das nicht zum ersten Mal und wichtig dabei ist, wenn man so eine Schnittkante hat, dass man die ordentlich säubert. Das bedeutet mit dem Dremel, wir müssen die Kante so sauer abschleifen, dass auf jeden Fall keine von diesen Leiterbahnen irgendwie durchverbunden sind. Also Kurzschlüsse müssen wir vermeiden, das heißt, wir müssen hier den Grat so ein bisschen abmachen, einmal drüber schleifen, schauen, dass wir keinen Kurzschluss erzeugen und dann schauen wir, ob das funktioniert. Damit ist es soweit. Wir testen jetzt mal eben, ob das funktioniert. Wir bauen einfach eine SSD drauf, ein RAM-Riegel, Grafikkarte, CPU, gehen einfach kurz ins BIOS und schauen, ob die SSD erkannt wird. Wenn nicht, weiß ich nicht, was wir tun, aber es funktioniert bestimmt. Wir haben jetzt hier den absoluten wirklich Basisaufbau, also aktuell nur die Grafikkarte drauf, die M2 SSD, ein RAM-Modul. Ich stelle jetzt einfach den Flüssigschickstoffkühler drauf. Dann machen wir erstmal das Netzteil an, schauen, was bei Standby Power passiert. Da hat eigentlich die M2 SSD noch keinen Strom. Höchstens die LED-Beleuchtung, die oben saß, die haben wir abgeschnitten.
Wir werden sehen, was passiert. Erstmal müssen wir schauen, dass wir keinen Kurzschluss haben. Das ist erstmal das Wichtigste. Sieht soweit gut aus. Netzteil ist nicht wieder ausgegangen. Wir haben Licht, also auf dem Board. Dann würde ich sagen, wir schalten das mal an und schauen, was passiert. Seht ihr das hier? Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also wir haben hier eine Corsair MP600 gerade zum Testen drauf. Gehen wir mal ins BIOS, schauen, was passiert. Traumhaft. Wird sogar schon mit Windows Boot Manager erkannt. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich direkt davon booten. Können wir mal eben probieren. Ich weiß nicht, wie lange der Flüssigstickstoffkühler die CPU kalt hält, aber wir testen einfach mal kurz, ob wir booten können. Perfekt. Windows funktioniert. Damit würde ich sagen, bauen wir wieder ab. Erinnert euch doch mit Sicherheit noch an das Video, wo wir einen PC Wasserwasser gekühlt haben. Das heißt, wir haben einen PC an den quasi Hauswasserschluss angekühlt und einfach mit kaltem Leitungswasser gekühlt. Und sowas in der Richtung möchte ich jetzt nochmal fortführen, weil ich habe da was relativ Cooles gefunden. Ja, und deswegen habe ich mir diesen Platte-Wärmentauscher hier besorgt. Also es ist ein ganz interessantes Teil. Im Prinzip hat man zwei Wasserkühlkreisläufe, die man da durchschleifen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es von hier nach hier geht und von hier nach hier oder von da nach da und von da nach da. Das muss ich dann auf jeden Fall nochmal nachlesen in der Zeichnung von diesem Teil. Aber im Prinzip wird da die Wärme zwischen zwei Kreisläufen ausgetauscht, was auf jeden Fall ein interessanter Ansatz sein wird. Wenn wir das jetzt nochmal machen mit so einer, sag mal, Trinkwasserkühlung, dann können wir einen normalen Wasserkühlkreislauf im PC haben und der wird eben von unserem externen Wasserkühlkreislauf gekühlt. Das Teil hat so 150, 200 Euro gekostet, ist ein Edelstahl-Kupfer-Plattenwärmetauscher. Also die gibt es in zig verschiedenen Varianten, auch deutlich günstiger. Mir ging es aber darum, dass es auf jeden Fall Edelstahl und Kupfer ist, damit sich das auch gut mit unserem Wasserkühlkreislauf verträgt. Man sieht das auch, wenn man so ein bisschen darunter schaut, in die Platten, die da so eingequetscht sind, dann sieht man so kupfermäßig auch ein bisschen was durchschimmern. Also es ist auf jeden Fall ein hochwertigeres Teil. Ja, wiegt um die 3,6, 3,7 Kilogramm, also ist auch nicht gerade leicht. Ja, interessantes Teil. Da ich mir optisch aber so ein Ding jetzt nicht unbedingt in den Rechner bauen würde, dachte ich mir, das sollte man vielleicht lackieren lassen. Ja, ich bin jetzt kurz bei Audi, weil ich sowieso mein RS5 nochmal abgeben muss. Ich habe euch das im letzten Livestream schon mal gesagt, weil ich da ja noch so ein bisschen Probleme habe mit dem Fahrwerk. Es ist ja schon ein KW Variante 3 drin, also ein Abt-Sportfahrwerk, aber das Auto wackelt immer noch so ganz komisch hin und her, wenn man bremst. Da haben wir den Benni. Benni, sag mal hallo. Hi, grüßt euch. Benni hat die ganzen Umbauten an meinem RS5 gemacht, also den ganzen Abt-Umbau. Und kümmert sich jetzt auch um den Plattenwärmetauscher. Einfach einmal schwarz lackieren. Wie lange braucht ihr dafür? Machen wir. Holen einfach am Freitag ab, dann ist alles perfekt. Perfekt. Willst du schwarz glänzend haben oder? Schwarz glänzend ist gut. Ja. Dann mach das mal schwarz glänzend. Okay, machen wir so. Perfekt, ich danke dir. Na, bitteschön. Also, da haben wir die Mühle. Und das Problem ist einfach, wenn man fährt und bremst, dann kippt das Auto immer so ganz komisch nach. Und ich weiß gar nicht, ob man das von außen sehen kann. Doch, man kann es sehen tatsächlich. Wenn man ganz leicht drauf achtet. Seht ihr, wie das Auto immer nachwackelt? Nach vorne und nach hinten. Und innen gefühlt ist es einfach 10-mal schlimmer. Und das ist ja jetzt nur ganz langsam fahren. Wenn man schneller an der Ampel anhält zum Beispiel. Sowas habe ich noch nie erlebt bei keinem Auto. Das ist so unfassbar nervig. Und weil ich dieses Problem hatte, habe ich mir eben nachträglich das KW-Gewindefahrwerk einbauen lassen. Weil ich halt dachte, okay, damit hört es vielleicht auf. Und es ist besser geworden, aber es ist immer noch da. Und bei so einem Auto, da kann das eigentlich nicht sein. Na ja, mal schauen. Es wird das Gewindefahrwerk nochmal neu eingestellt und dann ist es hoffentlich besser. Damit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.